Der Eurovision Song Contest, die größte Unterhaltungsshow der Welt, wird live in 140 Länder ausgestrahlt. Super heiß, einfach umwerfend. Eine nette Party, alle sind happy. Wie Fußball für Leute, die keinen Fußball mögen. Ein Haufen Mist. Jahr für Jahr erhöhen die aufwendigen Kostüme und Tänze, kitschigen Melodien und abrupten Tonartwechsel den Spaß an der Show. Doch der Eurovision Song Contest ist viel mehr als nur eine Unterhaltungsshow. Es geht um den Zusammenhalt. Es geht um ein Europa. Die Entwicklung und Verbreitung des Eurovision Song Contests kann man durchaus als Teil einer größeren Offensive des Westens sehen. Fast als ein Symbol des Widerstands gegen das Sowjetregime. In der Sowjetunion konnte sich die Ukraine nicht als unabhängiges Land präsentieren. Vom Konflikt mit Panzern und Waffen zum Wettbewerb mit Pailletten und Songs. Das ist die Geschichte Europas als Eurovision. Frühjahr 2010. Der Eurovision Song Contest kommt nach Oslo. Die letzten Jahre hatten eher die osteuropäischen Länder mit lauten Darbietungen die Punkte eingefahren. Laut in jeder Hinsicht. Aber diesmal kommt Lena, eine 19-jährige Schülerin mit einem frischen, einfachen Lied und ganz schlicht daher, ohne Glitzer. Lena gewinnt spielend, der erste Sieg für Deutschland nach 28 Jahren. Ich bin überwältigt, ich kann es selber kaum realisieren, also es ist fast sogar wie Weltmeister zu werden. Eigentlich fast noch geiler. Ich bin zwar noch jung, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erleben darf. Ich habe in den Castingshows habe ich da auch auf der Bühne gestanden und habe das Lied gesungen, ohne viele Tänzer, ohne große Kostümierung oder irgendwie ja ohne großes Tamtam und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie so wichtig ist. Es ging halt darum, wie die Person das auf der Bühne rüberbringt. Lena ist eine moderne Repräsentantin Deutschlands. Sie ist ja nicht die dirndltragende Blondine, die sozusagen das Sauerkraut-Klischee bestätigt, sondern Lena ist eine moderne Frau, die mit Klischees nichts zu tun hat. Das moderne, wiedervereinte Deutschland, das Lena symbolisiert, hat nichts mehr mit dem vom Krieg zerstörten Deutschland der 40er und 50er Jahre gemein. Das geteilte Deutschland lag in der Mitte des Schlachtfeldes der zwei neuen Supermächte. USA und Sowjetunion. Es begann ein Wettkampf militärischer, ökonomischer, aber auch kultureller Art. Die CIA pumpte Geld in Dinge, die eigentlich nichts mit militärischen Zielen zu tun hatten. Alles nur, um westliche Werte zu verbreiten. Mit großzügiger amerikanischer Finanzhilfe sicherte sich der Westen früh den Vorsprung an einer neuen, spannenden Technologie namens Fernsehen.
Wij zijn alweer een kijkerrijker in het kijkgezin van... Die Europäische Rundfunkunion, kurz EBU, wurde eingesetzt, den Schulterschluss des Westens mittels dieses neuen Mediums zu unterstützen. Auch wenn die Sowjets manchmal die Nase vorn hatten, sie waren mit dem Sputnik die Ersten im Weltraum. Aber die EBU bereitete etwas viel Bedeutenderes vor. Einen internationalen Fernsehgesangswettbewerb, der in ganz Westeuropa in Millionen Haushalte live ausgestrahlt werden sollte. Und das Fernsehsignal konnte auch einige Haushalte im Osten erreichen. 7 Länder schlossen sich an und nahmen am 24. Mai 1956 in der Schweiz am ersten Eurovision Song Contest in Lugano teil. Die erste Gewinnerin war die Schweizerin Liz Assia. Es war so berührend. Die Leute waren so froh, schöne Musik zu hören, nette Leute zu sehen, zu spüren, dass es wieder aufwärts geht. Es gab wieder Hoffnung. Das war ein fabelhaftes Gefühl. Ich bin so froh, dass ich die erste Siegerin war, für die Schweiz gewonnen habe und für Europa natürlich. In den späten 50er Jahren schrie die Jugend im Osten nach Freiheit. Doch die Sowjetarmee hatte genug Panzer, um sie zurückzuhalten. Aber der Ostblock verlor den kulturellen Krieg. Und der Eurovision Song Contest war Teil der westlichen Waffen. Man kann den Eurovision Song Contest als Teil eines Versuchs sehen, eine europäische Identität zu etablieren. Dazu gehörte auch, sich gegen den Kommunismus abzugrenzen und in Europa eine westliche Identität aufzubauen. Hier Spaß und Freiheit, dort der langweilige Kommunismus. In den 50ern symbolisierte der Eurovision Song Contest vielleicht Spaß und Freiheit, wenn man in der Sowjetzone lebte. Doch er spiegelte nichts von der Revolution der Popmusik wider, die sich in den Straßen von London und Paris abspielte. Es war eine durchschnittliche Fernsehshow für die gehobene Mittelklasse, mit Frauen in Abendkleidern und Männern in Smoking. Der Eurovision Song Contest war anfangs eher ein Anachronismus. Es begann zu der Zeit, als der Rock'n'Roll angesagt war und repräsentierte weiterhin eine Art von leichter Unterhaltung. Die Veranstaltung war von Anfang an nicht hip. Es war nie eine coole Sache, nie innovativ. Wenn man die ganze Familie ansprechen will, ist es nicht gut, wenn die Sex Pistols auftreten. Das will die Oma nicht sehen. In Oslo ist es den eingeschworenen Fans für den Wettbewerb von 2010 egal, ob die Show innovativ ist oder nicht. Es ist ein eigenes Universum. Es gibt keine normalen Regeln. Es macht Spaß. Eine Flucht. Spaßig, total verrückt. Es ist eine große Party. Trotz des steifen Image in den 50ern produziert der Grand Prix einige große kommerzielle Erfolge. Darunter 1958 den erfolgreichsten Song in seiner Geschichte.
Wenn man einen Dollar bekommen hätte, einen Euro oder ein Pfund, für jedes Mal, wenn man diesen Song hörte, wäre man seit 1958 ein Millionär. Er heißt Volare. Und deshalb wollte ich den Grand Prix gewinnen. Den Teilnehmern der frühen Grand Prix-Jahre war vielleicht nicht klar, dass auch sie eine Rolle im Kalten Krieg spielten. Den Politikern in Osteuropa hingegen war es längst klar. Und sie wussten, sie würden verlieren. Da sie die westlichen Einflüsse nicht eindämmen konnten, wollten sie das Volk zumindest daran hindern, zu fliehen. 1961 bauten sie dann den Schutzwall, die Berliner Mauer. Nous les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette. Die Sowjetunion errichtete hunderte von Störsendern. Westliche Medien sollten den eisernen Vorhang nicht durchdringen. Aber da das nahezu unmöglich war, fingen die Ostblockländer an, den Westen zu imitieren und erfanden ihren eigenen Song Contest, das Sopot Festival in Polen. Kalter Krieg bedeutet, Rivalitäten mit dem Westen auszutragen. Ironischerweise war es auch ein Lernprozess. Man lernte, was der Westen so machte. Die Ostblockländer wollten etwas Eigenes bieten und zeigen. Wir können euch auch unterhalten, nicht nur der Westen. Wir können unsere eigene Popmusik produzieren. In den 60ern entschieden die Behörden in der DDR, dass die Beatles in Ordnung sind. Die Rolling Stones galten dagegen als dekadent. Deshalb förderte man Bands, die die Beatles nachahmten, und weniger Bands, die die Stones imitierten. Kommunistische Kopien der Beatles reichten nicht, die Jugend Osteuropas zu unterhalten. In den späten 60ern fingen auch die Jugendlichen an zu rebellieren. 1968 dann der Prager Frühling mit gewalttätigen Auseinandersetzungen gegen die sowjetischen Besatzer. Die heftigen Widerstände gegen den Vietnamkrieg zeigten, dass es überall im Osten und im Westen Protest gab. Fast überall, aber nicht beim Grand Prix. Unbeschreiblich spießig. Was war 1968 im Pop angesagt? Street Fighting Man von den Rolling Stones und die Beatles. Und beim Grand Prix sang Cliff Congratulations, eine andere Welt. Obwohl Sir Cliff allgemein gut ankam, war auch er nicht der Liebling eines faschistischen Diktators. Franco regierte Spanien mit eiserner Hand. Kunst und Kultur wurden oft gewaltsam unterdrückt. Und Regionen wie Katalonien verbot er, ihre eigene Sprache zu sprechen. Auch vor dem Grand Prix machte er nicht Halt. 1968 sollte Spaniens Beitrag ursprünglich von dem Katalanen Joan Manuel Serrat auf Katalanisch gesungen werden. Aber Franco ersetzte ihn durch die spanisch singende Maciel aus Madrid. Ihr Lied, an das sich wohl niemand erinnert, hieß La La La.
68 Mal kommt La 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 vor. Kein besonders gutes Lied. Franco wollte den Grand Prix unbedingt nach Spanien holen. Kürzlich ist aufgeflogen, dass Franco 1968 die Stimmenvergabe manipulieren ließ. Das spanische Staatsfernsehen hatte Sendungen ausländischer Sender eingekauft, um Länderstimmen zu gewinnen. Sie hatten nie vor, die Programme im spanischen TV zu zeigen. Aber so wurde fleißig für Maciel gestimmt. Und am Ende gewann Maciel, überraschend, mit einem Punkt vor Cliff Richard. Power to all our friends. Maybe. Vielleicht hat er deswegen ein Lied zur linken Revolution aufgenommen, weil ihm die schmutzigen Faschisten den Sieg geklaut hatten. Spannend. How amazing. Obwohl Franco betrog und Cliff Richard schmollte, zogen die Länder Europas in Madrid zum Contest von 1969 ein. Die Geschichte entwickelte sich zum spanischen Fiasko, als gleich 4 Länder gewannen. Daraufhin zogen sich 1970 5 Länder aus Protest zurück. Während der Grand Prix seine Krise hatte, kämpfte ein Land mit ganz anderen Problemen. Just south of the border, all major firms in the town closed down and 5000 men attended a protest meeting. In den 60ern war Irland gemessen an anderen europäischen Ländern relativ arm. Der Lebensstandard war vergleichsweise niedrig. 1969 brach der Nordirland-Konflikt aus. Und 1970 schickte Irland Dana, ein katholisches Schulmädchen aus dem protestantischen Nordirland, zum Grand Prix. Sie kam aus einer unruhigen Gegend, wo aus den damaligen katholischen Bürgerrechtsdemonstrationen bewaffnete Auseinandersetzungen wurden. Es gab die Schlacht von Boxhide 1969. Ein gutes Jahr lang passierten schlimme Sachen. Ich wohnte in der Boxhide. And I lived in the Boxhide. Summertime, wintertime, spring and autumn too. Monday, Tuesday. All the world knew. Durch die ständigen Straßenschlachten war meine Stadt der ganzen Welt bekannt. Wir wussten, das sind nicht wir, das trifft nicht unsere Stimmung. Winner of the 50th Eurovision Song Contest. Gegen alle Erwartungen gewann die 18-jährige Dana. Als ich aus dem Flugzeug stieg, waren da in Dublin so 5000 Leute. Hier wollte ein Volk unbedingt sagen, hier sind wir, das passiert mit uns und wir werden nicht wieder fortgehen. Sie flogen mich von Dublin zu einem kleinen Flughafen außerhalb von Derry. Das war das erste Mal, dass ein Flugzeug der Irischen Republik in den britischen Luftraum flog. So bezeichneten sie den Luftraum über Nordirland. Das war eine ganz wichtige Grenzüberschreitung. Irlands Erfolg wurde in Danas Heimatland begeistert gefeiert. Ihr Lied allerdings nicht so sehr. All kinds of everything. Wir sind alle lieb. Hör doch bloß auf. Shut up. Nun ja, für den Grand Prix war es nicht mal so schlecht. Nicht so katastrophal. Wenigstens gab es kein Bing Bang Bong. Dana nutzte den Sieg für ihre Musik- und Politikkarriere, die 40 Jahre dauerte. Sie kandidierte sogar als familienorientierte Hardlinerin
für das Amt der Präsidentin. Ich sage jetzt nichts anderes als früher auch. Aber plötzlich nennt man mich Rechtsextremistin, sogar Ayatollah. Übrigens, 28 Jahre später nannte sich eine israelische Transsexuelle in einem bizarren Tribut an Dana, Dana International, und gewann mit einem Song, der mächtige historische Frauen feiert. Dana International wandte sich an ein überwiegend homosexuelles Publikum. Sie gewann nicht nur für die Homosexuellen, sie ironisierte auch die damalige irische Gewinnerin Dana. Auch weil Dana ein süßes 18-jähriges Mädchen war, als sie gewann, und strenggläubige Katholikin. Ich war ziemlich verärgert, sie hatte eindeutig schönere Beine.1973 konnte sich eine bis dato unbekannte schwedische Gruppe mit Ring Ring im nationalen Vorentscheid nicht qualifizieren. Im nächsten Jahr trat sie erneut an. Und diesmal wurde alles anders. Die jungen Schweden qualifizierten sich nicht nur, sondern machten 1974 zu einem Meilenstein in der Geschichte des Grand Prix. Als ABBA 1974 in Brighton die Bühne betrat, passierte wirklich etwas. Der Wettbewerb wurde modern. Waterloo ist wirklich sehr interessant. Irgendwie eine Art Glamrock, aber leicht verwässerter Glamrock. Es gibt da diese treibenden Gitarren. Und diese süße Melodie darüber. Aber in Schweden war nicht jeder darüber glücklich. Nach ABBAs Sieg zog ein riesiger Auflauf durch Stockholm und protestierte gegen den Verlust der nationalen Identitäten in den Beiträgen. Und Schweden war nicht das einzige Land, in dem der Wettbewerb für Aufruhr sorgte. Der italienische Beitrag der früheren Siegerin Giola Cinquetti wurde in Italien mehrere Tage nicht gesendet, nur weil er Sie hieß. Der staatliche Rundfunk dachte, der Song könnte ein Referendum übers Scheidungsrecht beeinflussen. Das Lied selbst war nicht politisch. Denn politische Texte wurden beim Grand Prix ausdrücklich nicht zugelassen. Doch manchmal schlüpfte ein politisches Lied durchs Netz. 1976 gelang das beispielsweise Griechenland. Die griechische Sängerin Marisa Koch beklagte offen die türkische Besetzung Zyperns. Sie ging dorthin und wusste, das Lied würde die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und man hatte ihr auch gesagt, dass sie mit dem Tode bedroht werden würde. Wenn sie dieses Lied live beim Grand Prix sänge, würde sie womöglich erschossen. Viele Jahre danach vergab Zypern nur Punkte an Griechenland und keine an die Türkei. Good evening from Cyprus. Latvagarno a Kypros. So blieb es bis 2003, als Zypern der Türkei die Hand reichte und 8 Punkte schickte. Alright.
Er weiß, dass Zypern immer 12 Punkte an Griechenland gab und er wenige der Türkei. So half man der Türkei, den Wettbewerb zum ersten Mal zu gewinnen. Wir sind aus Zypern. Der Eurovision bringt Leute zusammen. Ich glaube, für Musiker ist es schwer, sich politisch zu engagieren. Vor allem bei sehr komplizierten Themen. Leider hatte Norwegen 1978 für seinen Beitrag keine politische Entschuldigung. Einen der schlechtesten Beiträge der Geschichte des Wettbewerbs. Der legendäre John Teigen erhielt als erster Teilnehmer keinen einzigen Punkt. Fast drei Jahrzehnte später hat der finnische Nullpunkter Kojo heute noch aus dem Grund Albträume. Ich hatte das Gefühl, mein Land verraten zu haben. Sie brachten mich zum Trinken. Bei Eishockeyspielen warfen sie Cola-Dosen nach mir. Stellen Sie sich vor, selbst nach 20 Jahren nennen sie ein 0:0 beim Eishockey Kojo Kojo. Vielleicht hätten die osteuropäischen Zuschauer auch gerne mal Sachen auf Interpreten des Sopot-Festivals geworfen. Dort trafen sich die kommunistischen Stars der eher seichten Unterhaltung. Seit 1961 eine jährliche Veranstaltung in Polen, wurde das Festival aus diesem Grunde nie richtig beliebt. Anstatt sich das Sopot-Festival anzusehen, riskierten viele Osteuropäer, die nahe der Westgrenze wohnten, lieber ihre Jobs und schauten den Eurovision Song Contest. Der Eurovision Fanclub in Estland war geheim. Die Sowjetunion hatte keine Übertragungsrechte gekauft. Sie sahen die Sendung im finnischen Fernsehen. Das war fast ein Akt des Widerstands gegen das Sowjetregime. Es war ein Fenster zum Westen. Es gab heimliche Eurovision-Partys, die waren total illegal. Als man im Osten merkte, dass man den Kalten Krieg verlieren würde, dachte man sich etwas Neues aus. Das Sopot-Festival wurde in Intervision Song Contest umbenannt und näherte sich nun auch äußerlich dem Eurovision Song Contest an. Die Künstler wurden eingehend geprüft, auch die, die aus dem Land kamen, das an beiden Wettbewerben teilnahm, Finnland. Sie sagten, wähl das Lied aus, mehr nicht. Ich hätte nie ein Lied ausgewählt, das Anstoß erregt hätte. Das hätte ich nie getan. Der neue Intervision Song Contest funktionierte so. Da nur wenige Zuschauer im Ostblock ein eigenes Telefon hatten, sollte man das Licht einschalten, wenn einem das Lied gefiel. Das staatliche Elektrizitätswerk registrierte den Stromverbrauch und gab die Daten an den Fernsehsender weiter. Wer weiß schon, ob das fair war? Niemand. Es ist genau das, was Josef Stalin sagte. Es geht nicht darum, wer wählt, sondern wer die Stimmen zählt. Wie auch immer die Stimmen gezählt wurden, Marion Rungs Sieg bei der Intervision 1980 linderte Finnlands Schmerz, zugefügt durch häufige Grand Prix-Niederlagen.
Ich war stolz und die auch. Aber der finnische Geschmack war immer schon etwas melancholisch. Vielleicht kommt das auch aus Osteuropa. Doch in Osteuropa gefährdete eine neue Bedrohung den Kommunismus und den Intervision Song Contest. Im polnischen Danzig, ganz in der Nähe der Halle, wo der Intervision Song Contest alljährlich stattfand, formierte sich die antikommunistische Gewerkschaft Solidarność. Die Solidarność beginnt, gegen den Staat zu kämpfen. Und 1979-80 die Streiks und Revolten. Man kämpft für die eigenen Rechte. Um die Gewerkschaften zu kontrollieren, verhängte die polnische Regierung das Kriegsrecht und verbot öffentliche Versammlungen, so auch die Gesangswettbewerbe. Die polnische Regierung reagierte mit Gewalt. Das war das Ende der Intervision. Da kein anderes Land imstande war, so eine Show zu veranstalten, verschwand der Intervision Song Contest vom Bildschirm. Und für den Kommunismus in Osteuropa brach das letzte Jahrzehnt an. Im Westen war der Eurovision Song Contest weiterhin erfolgreich, mit immer mehr heimlichen Fans im Osten. Der Eurovision hatte den Intervision besiegt. Vielleicht nur, weil die Lieder besser waren. Vielleicht gab es aber auch tiefere Gründe. Ost und West ist mehr als ein geografisches Konzept, sondern auch ein ideologisches. Der Westen ist einfach besser als der Osten. Es ist also kein Hirngespinst des Kalten Krieges, dass der Westen die besten Schriftsteller hervorbringt, die beste Technologie, kulturelle Fortschritte. Die Renaissance, die Aufklärung, all das hat scheinbar nur im Westen stattgefunden. Osteuropa schien von Dunkelheit beherrscht, Tyrannei, Despotismus. Die sind da auch ärmer, die sind Bauern. Die Renaissance, die Aufklärung und den Eurovision Song Contest. Der Westen hatte alles. Und um das zu beweisen, entdeckte der Eurovision Song Contest im selben Jahr, als sich die polnischen Gewerkschaften um ihren Führer Lech Wałęsa versammelten, seinen eigenen Reklamehelden. Einen in Australien geborenen Iren, der ein großer Star werden sollte. Ich sah das rote Licht an der Kamera und begriff, dass ich live drauf war. Vor 300 oder 400 Millionen Leuten. Wow, das beste Mittel gegen Verstopfung. Man dachte, ich sei gerührt. Es war reine Angst. Johnnys große Ballade über die einsame Liebe schlug spielend andere, originellere Lieder. Wie den norwegischen Beitrag eines Sami mit seinem Protestlied gegen den Bau eines Staudamms in Lappland. Der wurde nur 16. von 19 Teilnehmern. Denn die Jury hielt sich standhaft, entpolitisiert, an harmlose Themen. Ein Jahr später ein weiterer Höhepunkt der Albernheit. Der Sieg der extra für den Wettbewerb gegründeten britischen Gruppe Bucks Fizz. And then you gotta slow it down.
'Cause if you believe that a love can hit the top, you gotta. Das war Teletubbies. Ja, genau. Eine erwachsene Version der Teletubbies. Wir kamen aus den wirklich harten, späten 70ern, als es Punk gab und sehr viele Arbeitslose und eine große Depression. Und dann kamen die frühen 80er. Hey, lasst uns springen, hüpfen und glücklich sein. Meine Mutter riss sich so das Zeug vom Leib. Bei jedem Auftritt hatte sie weniger an. Das ernährte die Familie 20 Jahre. Ich wusste, das war der Renner. In Geschäften ging das Klettband aus. Die Nachrichten meldeten, dass das in allen Geschäften an diesem Montag ausverkauft war. Es gab nirgendwo mehr Klettband. Klettband? Ja, Klettband. Jeder braucht ab und zu mal eine Aufmunterung. Und genau das waren wir 1981 für Großbritannien. Genau wie die Hochzeit von Charles und Diana. Das war der Aufschwung. Making Your Mind Up ist immer noch aktuell und nicht nur ein unverwüstlicher 30 Jahre alter Ohrwurm. 2010 wurden die Leute in Großbritannien damit sogar zur Wahl aufgefordert. Wissen Sie was? Heute hasse ich das Lied. Den Klettbandröcken folgten beim Grand Prix Tricks und Schnickschnack. Klettband, Pailletten und Glitzer waren wieder gefragt, seit ein neues Konsumdenken den Westen regierte. Der rechte Republikaner Ronald Reagan und die britische Konservative Margaret Thatcher machten dem Ostblock mehr Druck. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs wuchsen die Atomwaffenarsenale. Die perfekte Kulisse für einen Song, der um ein bisschen Frieden bittet. Wir hatten Anfang der 80er Jahre, war die Zeit des Kalten Krieges. Und da war dieses Lied ein bisschen Frieden genau richtig. Es war genau in time, also genau auf den Punkt. Der Text hat gestimmt, die Botschaft, die Message, die Musik hat gestimmt und meine Persönlichkeit hat gestimmt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß meine Lieder. Wo auch an dem gleichen Tag, am 24. April, der Falklandkrieg ausgebrochen ist. Das konnte man natürlich Wochen oder Monate vorher gar nicht wissen. Aber es sollte so sein. Es sollte an diesem Tag genauso sein, wie es war. Es hat alles auf den Punkt gestimmt. Ich weiß meine Lieder, die Ende nicht wie. Ich bin nur ein Mädchen, das auch alles fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel. 1982 war, glaube ich, ein besonderes Jahr. Es war ein Jahr starker politischer Debatte. Es ging um die Nachrüstungsdebatte. Es ging um die Frage, wenn russische, sowjetische Raketen im Osten stationiert werden, werden amerikanische Raketen im Westen stationiert. Und dann singt ein Mädchen vom Frieden alleine mit einer Gitarre auf dieser großen Bühne und wird international gewählt. Das war für die Deutschen, glaube ich, wichtig, dass ihre Stimme gehört wird. Was mich am meisten berührt hat, war, dass wir aus Israel 12 Punkte bekamen. Mitte der 80er Jahre leitete Michail Gorbatschow die entscheidenden Reformen ein. Es gab weniger Zensur und größere Pressefreiheit. Das Volk durfte sich im Fernsehen anschauen, was es wollte. Also mehr Eurovision und mehr Pailletten. Yeah.
Dann, 1985, konnte man endlich sehen, wie die Norweger, die öfter letzter waren als alle anderen, ihre schlechten Ergebnisse mit einem lang erwarteten Sieg vergessen machen konnten. Europa sollte sich für immer verändern. Aber erstmal begab sich eine junge Franco-Kanadierin auf ihren Weg zum Superstar. Als sie 1988 für die Schweiz sang, beeindruckte die 19-jährige Céline Dion die Welt mit ihrer Stimme. Weniger mit ihrem Outfit. Sie sah aus, als käme sie gerade aus der Dusche. Sie trug ein altes Ballettröckchen, das sie auf dem Flohmarkt aufgegabelt hatte. Ein toller Auftritt. Man muss es sehen, um es wirklich zu genießen. Dann weiß man, warum sie nicht mehr drüber spricht. Die kommunistische Umklammerung Osteuropas lockerte sich unter dem Einfluss der Kräfte des Konsumkapitalismus. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Mit dem Fall der Mauer im November 1989 gab es kein Halten mehr. Hey. 1990, ein neues Jahrzehnt, ein neues Europa und natürlich ein neuer Grand Prix. Die Teilung zwischen Ost und West war vorbei, aber andere Konflikte sollten bald aufkommen. »1990 war der Wendepunkt beim Grand Prix. Es war kurz vor dem Beitritt früherer kommunistischer osteuropäischer Länder und es zeigte sich, was damals politisch los war.« Neue Länder kamen und sagten, wir sind nicht neu. Wir waren schon immer da, wir haben eine Geschichte und eine tolle Popkultur. Und wer Irland in den 70ern und 80ern ausschließlich mit Gewalt verband, sollte nun etwas ganz anderes erleben. Von Frieden war die Rede. Und mit dem ökonomischen Aufschwung erlangte Irland die meisten Siege, die je ein Grand Prix-Land erreicht hatte, hintereinander. Mit dem Sieg im Rücken riskierten die Iren 1992 die größte Fernsehshow der Welt nach Mill Street, ein kleines irisches Nest, zu bringen. Dieses Dorf hatte ungefähr 1500 Einwohner, die tatsächlich diese Mammutaufgabe übernahmen. Tausende von Leuten zu empfangen für diese Riesenshow, die auf der ganzen Welt zu sehen war. Eine Journalistin kam inkognito nach Mill Street und schrieb einen fürchterlichen Bericht. Sie sagte, die haben noch das Kurbeltelefon, was nicht stimmte. Sie sagte, es gibt da kein Hotel, keine Toilette und die Straßen schlängeln sich so. Sie hatte enorm übertrieben. Und je mehr übertrieben wurde, desto mehr Unterstützung bekamen wir. Mill Street kann internationale Springreitturniere abhalten. Aber den Eurovision Song Contest, das ist ein anderes Kaliber. Ein zielstrebiger irischer Unternehmer hatte Blut geleckt. Wir hatten vom Ausmaß keine Vorstellung. Es fing mit einer Notiz auf einem Briefumschlag an und wuchs und wuchs. Musik
Ein schnell wachsendes Europa brachte den Iren 1993 den Rekord von 25 Teilnehmern. Der kleinste Veranstaltungsort des Grand Prix sollte den größten Contest aller Zeiten ausrichten. Der Eurovision Song Contest wächst und wir begrüßen herzlich drei neue Staaten: Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Viele Länder drängten in die Eurovision. Das zeigte, was damals in Europa los war. Diese Länder wollten sich unbedingt auf der Weltbühne behaupten und der Grand Prix war eine Möglichkeit dafür. Aber das Aufkommen neuer Staaten demaskierte auch die starken ethnischen Spannungen auf dem Balkan. Während Mill Street sich in Irland auf seinen großen Tag vorbereitete, wurde die bosnische Hauptstadt Sarajevo von den Serben belagert, die das bosnische Unabhängigkeitsstreben beenden wollten. Im April 1993 entfloh die Band Fazla dem Kugelhagel in Sarajevo für eine wichtige diplomatische Mission, ihren Auftritt beim Grand Prix. Es war sehr schwierig, hierher zu kommen. Wir mussten mitten in der Nacht aus der besetzten Stadt fliehen, durch Granaten- und Scharfschützenfeuer über die Landebahn rennen. Wir haben unser Leben riskiert, um der Welt zu zeigen, dass wir in Bosnien-Herzegowina normale und friedliche Menschen sind. Wir wollen nur in Frieden leben und arbeiten. Ich will Musikerin sein. Wir wollen singen. The whole world's pain in Bosnia tonight. I stay here to challenge and to fight. Svoboda svijeta je noćas u Bosni. Ostajem da bol uprkosi. Die Botschaft des bosnischen Songs 1993 war Widerstand. Der Refrain des Songs ist: Aller Schmerz der Welt ist heute Nacht in Bosnien. Das Lied beschreibt das Dilemma von jemandem in Sarajevo: Bleiben, Widerstand leisten oder fliehen. Der politische Song aus Bosnien kam nur auf den 16. Platz. Und Irlands Vertreterin Niamh Kavanagh schmetterte eine leidenschaftliche Ballade vor den irischen Fans. Ich wollte unbedingt einen guten Platz für alle, die uns so unterstützt hatten. Es gab einen nervenaufreibenden Endspurt bei der Wahl. Kopf an Kopf mit dem britischen Star Sonja. Während der Wahl war ich ganz entspannt, kein Problem. Aber bei den letzten zwei oder drei Stimmabgaben sah es so aus, als ob wir gewinnen könnten. Und ich war extrem nervös. Diese letzte Phase ist nicht angenehm, sehr stressig und aufregend. Irland fehlt noch ein Punkt zum Sieg. Als wir gewonnen hatten, waren wir unglaublich erleichtert, wahnsinnig aufregend. Aber das Tollste war, als ich auf die Bühne ging, war es, als ob jeder im Saal gewonnen hätte. Musik
You know, the thing is that to be back here is. Es tut so gut, wieder hier zu sein. Hello. It's like I have only. Als wäre ich nur 5 Minuten weg gewesen. Überall, wo ich hinkomme, begrüßen mich die Leute. Da bist du ja, Niamh. Sie behandeln mich wie eine Verwandte, die heimkommt. Gut gemacht, Kleine. Komm rein und trink eine Tasse Tee. Der irische Sieg sorgte dafür, dass die Show weiter in Irland blieb. Und hier kommt das McNass Straßentheater. 1994 ging es wieder in Irland, diesmal in Dublin, spektakulär zu. Mit einer 7-minütigen Pausenaufführung, die Geschichte machte. Roddy Doyle there too. Das hat mich sehr berührt. Das Gefühl, der Klang, der ging in den Bauch, der Klang all dieser Füße. Und es war live. Das war sehr nervenaufreibend. So viele Tänzer auf der Bühne und Musiker und ein Orchester. Alles live, viel Bewegung und sehr komplizierte Schrittfolgen. Und man wollte unbedingt die 7,5 Minuten ohne Ausrutscher schaffen. Wir waren sehr nervös. Ich erinnere mich noch genau, bei den letzten Klängen stand die Truppe in einer Linie. Und als ich mich umdrehte, waren wirklich alle aufgestanden. Alle Iren haben eine Gänsehaut. Und das war ein Hinweis, dass wir es schaffen könnten in Europa. Riverdance wurde weltberühmt. Irland erschuf ein neues Selbstbild, mit dem die Zeit des Wohlstands anbrach. Riverdance tritt jetzt gerade irgendwo auf. Der Grand Prix hat das hervorgebracht. Bestimmt tanzt irgendwo wer, während wir hier reden. Dieselben Zuschauer, die 1994 von Riverdance begeistert waren, sahen auch eine ergreifende Darbietung der Bosnier. Es war das zweite Jahr, dass ein vom Krieg erschüttertes Bosnien mehr Unterstützung vom Grand Prix-Publikum bekam, als von den politischen Köpfen Europas. Es ist gut, wenn das Grand Prix-Publikum wegen der Notlage mit unserem Land sympathisiert. Aber es wäre besser gewesen, wenn Europa früher in Bosnien-Herzegowina eingegriffen hätte, womit der Krieg, der so viele Leben kostete, vermutlich hätte vermieden werden können. Die Sympathie für Bosnien und die Euphorie für Riverdance 1994 überlagerten Irlands dritten Sieg in Folge. Kein Fernsehsender hatte je den Grand Prix 3-mal hintereinander veranstaltet. Wir waren begeistert, aber auch besorgt über diese Glückssträhne. Für den Gastgeber ist der Grand Prix nur zum Teil ein Segen. Es bringt viel Prestige, ist aber auch extrem teuer. Beim dritten Mal ging es echt an die Reserven. Aber als auch der vierte Sieg in 5 Jahren keinerlei Erfolg in den Charts hatte,
wurde klar, dass der Contest mehr auf den Publikumsgeschmack abgestimmt werden musste. In dieser neuen Ära der Mobiltelefone wurde Interaktivität zum Schlagwort. Und so kam 1997 das Televoting. Nun konnten die Zuschauer in den verschiedenen Ländern direkt für ihren Favoriten stimmen. Ein Problem trat zutage. Nationale Verbundenheiten gerieten in den Mittelpunkt. Die Zeit der Blockwahl begann. Die Einführung des Televoting war ein logischer Schritt. Dann gab es den Vorwurf der politischen Wahl. Die Leute stimmten nicht für das Lied, sondern für das Land. Die Unterstellung der Blockwahl ist für mich einer der großen Mythen des Contests. Nachbarwahl, die Länder wählen ihre Nachbarn, das dürfen sie doch. Irland stimmte für Großbritannien und Großbritannien für Irland, was soll's? 12 points from Macedonia goes to Croatia. And finally, 12 points go to Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina. Well, die baltischen Länder hielten zusammen, der Balkan auch. Nachbarn stimmen für Nachbarn, weil sie dieselbe Musikkultur haben. Die Serben mögen kroatische Musik und natürlich bosnische Musik. Mit dieser Musik sind sie aufgewachsen. National gesehen mögen sie sich nicht, politisch hassen sie sich, aber sie mögen dieselbe Musik, deshalb stimmen sie dafür. Das Publikum verwirrt das, sie halten das für politisch, aber es ist normal. Vielleicht ist es normal, doch die Kritiken gingen weiter. Beeinträchtigt die Blockwahl das Ergebnis? Es gibt keinerlei Beweise dafür. Nach etlichen peinlichen Resultaten wegen angeblicher Blockwahl traten die Briten 2009 mit Andrew Lloyd Webber an und konnten so endlich ein paar Stimmen gewinnen. Als Jade und Andrew Lloyd Webber antraten, wurden sie Fünfte. Also nix mit Verschwörung. Komm mit einem guten Lied und du schneidest gut ab. Die Wende befreite nicht nur politisch. Nach langen Jahren der Repression trauten sich homosexuelle Männer und Frauen aus dem Osten, auf sich aufmerksam zu machen. Der Eurovision Song Contest war dafür das perfekte Forum. Homosexualität ist noch nicht europaweit legalisiert, sondern vor allem im ehemaligen Osten in vielen Ländern noch illegal. Der Wettbewerb ist ein Mittel, sich zu zeigen in einer sehr heterosexuellen Fernsehshow. Ein Riesenproblem für Homosexuelle, vor allem in Ländern wie Polen oder Serbien oder Russland, wo man seine Sexualität zwar beim Grand Prix zeigen kann, aber nicht auf der Straße, nicht in der realen Welt. Es gibt einen Moment, als sich alles änderte, der Grand Prix sein Coming Out hatte, das war 1998. Der Direktor der Show von Birmingham umarmte die Schwulengemeinde und die schwulen Journalisten, indem er sie in den Zuschauerraum brachte und in die erste Reihe setzte. Da waren sie also deutlich sichtbar, begeistert und völlig aus dem Häuschen. Das Coming Out 1998 wurde beschleunigt durch Dana International. Seit ihrer Geschlechtsumwandlung vor 5 Jahren verließ sie das Ghetto der schwulen Clubs und Travestie-Shows und wurde eine der erfolgreichsten Sängerinnen Israels. Ich repräsentiere das liberale Israel. Israel akzeptiert alle Menschen, egal wer sie sind, egal wie sie aussehen, egal welchen Geschlechts. Das war eine enorme Bestätigung für die Schwulengemeinde, dass es ihre Show war, Teil ihrer Kultur, und dass eine heterosexuelle Fernsehshow eine Transsexuelle gewinnen ließ. Viva la Ria!
Seitdem wurde der Grand Prix zur jährlichen Pilgerfahrt für die homosexuelle Szene aus ganz Europa. Toll. Eine große, glückliche Familie. Was will man mehr? Wir lieben es, klar. Es ist wie ein eigener Planet. Es dreht sich und zeigt diese andere Welt. Es zeigt etwas von der Kultur und den Sitten der Schwulen, ihrer Shows und Musik. Aber während sich der Großteil Europas wachsender Freiheiten erfreute, brach auf dem Balkan erneut Krieg aus. 1999, 6 Jahre nach der Belagerung von Sarajevo, schickte Serbien Truppen in das umkämpfte Kosovo, um den Unabhängigkeitskampf zu beenden. Die Gewalt in der Region ließ den Westen schließlich eingreifen. Eine internationale Konferenz scheiterte im März 1999. Dann begann die NATO, Serbien und Montenegro zu bombardieren. Das dauerte 3 Monate, hielt also noch an, als der Grand Prix in Jerusalem stattfand. Als Höhepunkt des Wettbewerbs kamen alle Interpreten auf die Bühne und sangen zu Ehren der Opfer auf dem Balkan das Siegerlied von 1979. Halleluja. Ein ergreifender Moment. Der Eurovision ist eigentlich ein politikfreier Raum. Das Interessante daran ist, dass die Zusammenkunft auf der Bühne Ausdruck menschlicher Sympathie war, wenngleich der Kosovo-Krieg sehr umstritten war. Nur wenige glaubten, dass Estland es schaffen könnte, als sie für Kopenhagen 2001 den 50-jährigen Dave Benton auswählten, der ursprünglich von den niederländischen Antillen kam. Mir war die estnische Gesangstradition bewusst. Als ich über die Geschichte Estlands las und was sie durch Singen erreicht haben. Fantastisch! Die Esten erhielten ihre Unabhängigkeit 1991. Doch bereits seit den 80er Jahren hatten sie die Sowjetbehörden mit Gesang herausgefordert. Gesang war für die Esten in den 80ern enorm wichtig. Man nannte es die singende Revolution. Sie sollen sich bei einem riesigen Gesangsfestival mit über 300.000 Teilnehmern in Tallinn ihren Weg in die Freiheit ersungen haben. Sie haben keine Panzer geschickt. Man kann kaum Panzer auf singende Menschen loslassen, die nichts Böses tun. Estlands Gesangstradition ließ sie einen internationalen Gesangswettbewerb wie den Grand Prix als Chance für ihren politischen Schritt nach vorn ansehen. Dieser Moment war für Estland sehr wichtig. Es war der entscheidende Moment der Verhandlungen mit der Europäischen Union und mit der NATO. Estland gewann unerwartet, was zu riesiger Freude führte.
Die damalige Regierung von Estland war äußerst glücklich über diesen Sieg. Ich erinnere mich an diesen Abend, als Herr Padum, der Chef der Delegation, sagte: Herr Benton, Sie haben in einer Woche mehr für Estland getan als manche Politiker in Ihrem ganzen Leben. Wir hatten uns singend von der Sowjetbesatzung befreit. Und ich sagte damals: Jetzt haben wir uns nach Europa gesungen. »2002 zog der Eurovision Song Contest nach Estland und wagte sich zum ersten Mal hinter den ehemaligen Eisernen Vorhang. »Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à Tallinn, capitale de l'Estonie.« »Tere õhtust!« Viele sagten damals: Oh Gott, jetzt geht's in die ehemalige Sowjetunion. Die kriegen so eine Show nicht hin. Die sind einfach nicht weit genug. Das sind Barbaren aus dem Osten. Das geht schief. Es war also eine besondere Verantwortung zu beweisen: Wir schaffen das. Es bedeutete viel für das Land. Es war deutlich, dass der Tourismus wuchs. Und sie glauben sogar, dass die EU-Mitgliedschaft zumindest teilweise der guten Veranstaltung des Grand Prix zu verdanken war. Noch eine ehemalige Sowjetrepublik wollte die Macht des Grand Prix nutzen. Die Ukraine schickte 2004 ihren größten Star, Ruslana, ins Rennen. In einer Phase hoher politischer Spannungen mit Moskau. Während der Sowjetunion konnte die Ukraine sich nicht als unabhängiges Land präsentieren. Niemand in der Welt wusste etwas von ukrainischer Kultur. Ruslana wurde ausgewählt, weil sie zu der Zeit die beste Sängerin der Ukraine war. Die beliebteste, meistverkaufte, kreativste. Einfach die Beste. Vor allem das Beispiel Ukraine zeigt, wie der Grand Prix gezielt benutzt wurde für ein positives internationales Image. Ruslana warb aktiv für die Ukraine. Sie war wie eine ukrainische Botschafterin. Das Lied greift die alte hutsulische Kultur auf, die aus dem Westen der Karpaten kommt. Es war ein modernes Tanzlied und sie wollte unbedingt gewinnen. Ich war eine der ersten Sängerinnen, die ukrainische Symbole in Istanbul zeigte. Ich sah, dass die anderen Künstler ihre nationale Identität viel weniger betonten als wir. Es war klar, das Promotion-Geld war gut angelegt, als der spektakuläre Auftritt der wilden Tänzer und ihr knappes Lederoutfit Ruslana den Sieg für die Ukraine brachten. Eine triumphierende Ruslana kehrte in die Ukraine zurück und steckte ihre Energie in den friedlichen Protest gegen Wahlen, die zugunsten des Moskau-treuen Kandidaten manipuliert waren. Die Bewegung wurde als Orangene Revolution bekannt. Ich kehrte heim nach Lviv und als ich sah, dass da eine richtige Revolution kam, wurde ich noch viel aktiver. Tausende reisten bei Eiseskälte aus der ganzen Ukraine nach Kiew. Mit dabei die neue Grand Prix-Siegerin. Niemand durfte noch irgendwo hin. Die Straßen wurden gesperrt, Nägel und Glassplitter verstreut. Sperren wurden errichtet. Niemand sollte Kiew erreichen.
Und ich als Siegerin des Eurovision Song Contest musste vermummt reisen, damit man mich nicht erkannte. Um Kiew zu erreichen, musste ich eine Sonnenbrille tragen, sonst hätte ich womöglich nicht ins Flugzeug gedurft. Der Druck von Ruslana und tausenden anderen führte zu Neuwahlen. Und ein neuer, demokratisch gewählter Präsident kam an die Macht. Die erfolgreiche Ruslana ging ins ukrainische Parlament. In dem Moment sagte ich alle Konzerte ab. Der Sieg war der Höhepunkt meiner musikalischen Karriere. Ich hatte unzählige Angebote, 3 große internationale Verträge. Aber ich sagte alles ab, um im Parlament zu sein und meinen Präsidenten zu unterstützen. Die junge Demokratie aufzubauen, brachte die Vorbereitungen zum Contest in Kiew in Verzug. Bald gab es eine Krise. Bei einem Treffen im Februar, 3 Monate vor der Show, fragte ich, haben wir einen Vertrag mit dem Veranstaltungsort? Haben wir Hotels, Transportmöglichkeiten? Da war nichts geregelt, nichts. Ich regte mich sehr auf und sagte, ich kann nur empfehlen, die Show hier wegzuholen, in ein neutrales Land, das die Sache stemmen kann. Noch am selben Tag wurde ich zu einem Treffen mit Präsident Juschenko gerufen. Er gab einfach einem seiner Minister einen Zettel und dem Bürgermeister von Kiew und sagte, klärt es. Und 2 Wochen später war alles geregelt. Finnland schickte 2006 sogar etwas noch Radikaleres als Ruslana nach Athen, um die seit 40 Jahren andauernden miesen Ergebnisse zu beenden. Sie kamen als mysteriöse, maskierte Gothic-Metal-Monster, die sich bis heute nicht unmaskiert zeigen. Die Hälfte der Finnen war total für Lordi und die andere Hälfte war total gegen uns. Sie meinten, wir haben uns schon so lange beim Grand Prix blamiert und jetzt schicken wir diese Satans anbetenden Monster, die babyfressenden Vergewaltiger. Es gab sogar Leute, die verlangten, vom finnischen Präsidenten einzugreifen. So in der Richtung, okay, jetzt hören wir auf mit dem Schwachsinn. Lordi geht nicht, ihr bleibt schön hier. Aber die Nummer und die spektakuläre Darstellung brachte Finnland den ersten Sieg nach 40 Jahren. Bei ihrer Heimkehr nach Helsinki führte die Band Lordi die Siegernummer auf. Wir waren stolz, ich war stolz. Als Lordi den Eurovision Song Contest gewann, war es für uns sehr wichtig, überhaupt etwas zu gewinnen. Es war gut für unsere Selbstachtung. Wir sind nicht alle so hässlich. Ich freue mich so über ihren Sieg, wirklich. Ich war so traurig. Ich meine, seit über 30 Jahren. Und auf einmal schaffen sie es. Also, ich war sehr stolz. Lordi war eine finnische Überraschung. Und ein Jahr später sagte Serbiens Beitrag Bemerkenswertes über politische und kulturelle Veränderungen auf dem Balkan aus. Nur wenige Jahre zuvor hatte Serbien Sarajevo belagert und versucht, die bosnische Band Fazla an der Teilnahme zu hindern. Jetzt schickten die Serben eine lesbische Sängerin. Undenkbar während des Regimes von Diktator Slobodan Milosevic.
Serifovics Nummer war vielleicht gerade homosexuell genug, um Serbien als zum modernen Europa zugehörig darzustellen. Das restliche Europa interessierte sich für das Element des lesbischen Schicks darin, wohingegen es für Serbien vielleicht eine Glanzleistung von Serbiens Wiedereingliederung in die internationale Gemeinschaft war. Als Russland im Jahr darauf in Belgrad gewann, waren sie an der Reihe, die Show zu präsentieren, die sie einst als Feindpropaganda verdammt hatten. 2009 dann die teuerste Show aller Zeiten. Eine Videowand von mehr als 100 Metern Länge wurde aufgestellt, die mit 2/3 aller weltweit verfügbaren LEDs protzte. Es war etwas ironisch, dass der Grand Prix in Moskau so ein Riesenspektakel wurde, mit enorm viel Geld und enorm viel Mühe. Dabei war es in der Sowjetunion früher verboten, sich die Show anzusehen. Es war feindliche Propaganda. Diese Art von Ironie halte ich für glückliche Ironie, denn letzten Endes sind wir sehr froh, dass es das böse Empire Sowjetunion nicht mehr gibt. Wir sind frei, sie sind weg, wir sind noch da. Wir gehören zu Europa und können das jetzt alles mit einem kleinen Lächeln sehen. Trotz der teuren Bühnenshow ließen sich einige der sozialen Probleme Russlands nicht kaschieren. Zeitgleich zum größten Grand Prix-Finale aller Zeiten wurde eine Schwulendemo organisiert. Binnen weniger Minuten wurden die Demonstranten gewaltsam entfernt. Das schuf ein Klima der Angst, vor allem in der schwulen Fangemeinde dort. Ironischerweise saßen während der Jagd auf die Schwulen, die ihre Rechte forderten, im Zuschauersaal 3000 Schwule, die johlten und schrien, sichtbar für die ganze Welt. Die Krönung in Moskau war, dass Pin-Up Alexander Rybak alle Rekorde brach und für Norwegen den ersten Sieg für ein Land westlich der Donau seit 2000 gewann. Dank des Rekordgewinns von Norwegen zog die Eurovision-Fete 2010 nach Oslo. Der deutsche Beitrag von Lena stand schon 3 Wochen vor ihrer Ankunft in Oslo hoch in den Charts. Lenas Beliebtheit und ein Grand Prix-Song ohne Pailletten gab dem wiedervereinten Land die erste Siegeschance seit dem Fall der Mauer. Für Deutschland selber war es ein Sommermärchen. Die Menschen sehen sie und entscheiden sich, das ist die Sängerin, der ich meine Stimme gebe. Lena überzeugte im kleinen Schwarzen und auf Englisch, locker und authentisch. Irgendwie so eine eingefahrene Sache ist. Die Leute sagen, es ist nicht cool und es macht keinen Spaß, das zu gucken. Und irgendwie ist es alles eingefahren. Und trotzdem schickt man immer wieder Leute hin, die genau dem Bild entsprechen. Ich glaube, dass wenn man einfach Sachen machen würde, worauf man am meisten Bock hat und wo man am meisten dahinter steht, dann würde das alles ein ganz anderes Gefühl bekommen. We've had
Wir hatten Latexrocker, wir hatten Feuerwerk, wir hatten Männer, die als Krüppel verkleidet waren, wir hatten Akrobaten. Und dann kam diese kleine Deutsche und sang. In einem kleinen Schwarzen mit einem lustigen Akzent. Lena gewann mühelos und versprühte puren Spaß. Deutschland, Europa und der Grand Prix haben seit 1956 einen langen Weg zurückgelegt. Der Abend im Mai 2010 machte viele Menschen sehr, sehr glücklich. War schon richtig toll, ich hatte Gänsehaut. Also mir kamen eben noch die Tränen. Ich habe zuerst gedacht, ich hätte auf den 9. Platz getippt, damit ich nicht zu sehr enttäuscht bin. Aber jetzt bin ich überglücklich. Der beliebteste Gesangswettbewerb der Welt hat mehr als 50 bunte, turbulente Jahre überlebt. Jahr für Jahr gehört er dazu. Eine jährliche Party. Ein zuweilen sündhaft teures Vergnügen, an dem Millionen teilhaben können. Und er zeigt, dass die Verbreitung von Bildern und Musik über Grenzen hinweg Geschichte machen und sehr viel bedeuten kann. Die Chance. Zusammen sein. Eitel. Ganz groß. Öde. Spannend. Freude, Frust. Umwerfend. Europop-tastic. Blödsinn. Wann ist der nächste?